Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Heute steht endlich mein Season 6 Ramport Guide an und es gibt verdammt viel zu dieser Legende zu erzählen. Ich habe fast 2 Seiten voll Tipps und Tricks. Ich gehe chronologisch die ganzen Fähigkeiten durch, angefangen mit der passiven, dann die taktische und die Ulti. Und gerade zur Barrikade gibt es verdammt viele Zahlen und Fakten. Vor allen Dingen, wie können wir Ramport kontern? Ich gehe quasi der Sache auch auf den Grund, ist Ramport wirklich so overpowered, wie viele denken? Ich denke jedenfalls nicht. Ich gebe euch in dem Video hier ein paar Hinweise, was ihr beachten solltet, gerade wenn ihr sie auch als Gegner vor euch habt. Tipps und Tricks habe ich auch erzählt, gibt es eine Menge zu beachten. Vor allen Dingen gibt es ganz zum Schluss einen, ich sag mal, Secret-Tipp, der ist noch nicht ganz so bekannt, wird aber nicht lange dauern, da wird den jeder kennen. Dead One Mining Guy ist auf diese kleine, aber feine Sache gestoßen. Das werde ich euch als kleines Gameplay ganz zum Schluss noch zeigen. Auf jeden Fall schon mal der Spoiler: Gegner, die sich in einem Gebäude verbarrikadieren und sich in Sicherheit wiegen, den kann man ganz, ganz, ganz mächtig den Arsch aufreißen. Das ist eine absolut feine Geschichte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Ramport Guide. Wie immer schon mal den Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, habt ihr vielleicht noch die ein oder andere Sache zur Vervollständigung, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wie immer jetzt. Ich lese euch nochmal die Fähigkeiten von Ramport vor, bevor wir gleich ins Detail auf dem Trainingsgelände gehen. Passiv modifizierter Lader, erhöhte Magazinkapazität und schnelleres Nachladen beim Einsatz von LMG und der Minigun. Was ganz interessant ist, es hat auch Einfluss auf die Elster. Was genau, sage ich euch auch gleich. Die taktische Fähigkeit ist die verstärkte Deckung. Errichte als Deckung eine niedrige Wand, die eine verstärkte Wand erzeugt. Die Schüsse blockt und abgehende Schüsse verstärkt maximal 5. Was das bedeutet, gehe ich auch gleich drauf ein. Und ihre Ulti, Sheila, die stationäre Minigun. Platziere ein stationäres MG, das jeder benutzen kann. Hohe Munitionskapazität. Hohe ist übertrieben, das Ding hat unendlich Schuss, wer es noch nicht wusste. Und lange Nachladezeit, maximal 3. Was das bedeutet, kläre ich auch gleich auf. Ich zeige euch zuerst den Unterschied bei der Nachladegeschwindigkeit. Ich habe jetzt Bangalore ausgerüstet, lade einmal nach und stelle es direkt mit Ramport gegenüber. Weitere Vorteile zu den LMGs, ich zeige euch erstmal die Elster. Ich schieße jetzt erstmal mit Bangalore, bis der Überhitzungsschutz kommt. Wir haben jetzt 150 Schuss und nach 23 Schuss folgt die Überhitzung. Jetzt schießen wir einfach mal mit Ramport. Hier folgt die Überhitzung nach 27 Schuss. Das ist wirklich schon eine Menge. Als nächstes folgen die Magazingrößen einmal für die Spitfire. Von 35 auf 40 bei einem Standardmagazin. Weißes Mag 40 auf 46, blau von 45 auf 52 und das 55er Magazin, das lila, auf 63 erhöht. Das sind 8 Schuss, das ist für die Spitfire eine Menge. Und bei der Devotion sind es Standardmagazin von 36 auf 41, weiß 40 auf 46, blau von 44 auf 51 und das lila Magazin von 48 auf 55 Schuss. Kommen wir zur taktischen Fähigkeit ihrer Barrikade. Besonderheiten: Wir können gleich zum Anfang 3 Barrikaden auf einmal stellen, was ich sehr, sehr heftig finde. Besonderheit ist hierzu, wer es noch nicht weiß, wir können maximal 5 auf einmal stellen, was sehr, sehr interessant ist. Cooldown-Zeit: Wir brauchen 26 Sekunden, bis wir die nächste Barrikade stellen können. 20 Sekunden, wenn wir einen goldenen Helm haben. Und versuchen wir, eine 6. Barrikade aufzustellen, deaktiviert sich sofort die allererste, die wir gestellt haben. Nächste interessante Tatsache: Deaktivieren wir eine Barrikade, bekommen wir sofort einen Slot wieder zurück und können sie quasi sofort wieder aufstellen. Nehmen wir sie wieder weg, ist sie wieder da. Wenn wir natürlich hier eine bisschen beschädigen und sie dann deaktivieren, dann bekommen wir den Slot nicht zurück. Sie darf quasi nicht beschädigt sein. Weil wir einmal beim Schaden sind, was hält die Barrikade denn an Schaden aus? Das Energieschild 180, danach ist das Energieschild gebrochen. Ihr seht, wer die Daten gar nicht kennt, oder hier die Barrikade 400. Mit der Devotion geht das ruckzuck, deswegen der Tipp schon als Konter: Teamshotten gegen die Barrikaden. Und ihr merkt, so overpowered ist sie tatsächlich nicht. Was auch sehr interessant ist, natürlich blockt es Granaten ab. Zack. Und die Granate prallt ab, macht aber auf das Schutzschild so ein bisschen Damage. Interessanter wird es aber beim Arcstar.
Und das ist eigentlich das Beste, was du gegen die Barrikaden machen kannst. Zieh dich das rein. 105 auf das Schutzschild und 200 auf die Barrikade. Das ist heftig. Und wenn ihr ein bisschen geschickter mit dem Arkstar seid und vielleicht genauso die Lücke erwischt zwischen zweien, könnt ihr sogar Schaden auf zwei Barrikaden gleichzeitig machen. Und wenn das richtig sitzt, sind die Barrikaden gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Zumindest, wenn man sie als Gegner vor sich hat. Auch noch ein wichtiger Hinweis, ich musste auch mehrmals probieren, wenn wir die Barrikade deaktivieren wollen, muss der Winkel stimmen. Wenn du zu nah dran stehst, kannst du dich ja dumm und dämlich drücken. Der Winkel muss stimmen, wenn du hier direkt davor stehst und du nach innen unten drückst. Du musst erstmal eine gewisse Entfernung haben oder der Winkel, wie gesagt, der muss passen, sonst kannst du das Ding nicht aktivieren. Und weil wir schon mal einmal dabei waren, was blockten das Schutzschild noch? Alles Schönes ab. Wir nehmen einmal Loba. Wenn wir uns hier durchteleportieren würden, nehmen wir an, diese Barrikade steht mitten in einem Durchgang zu einer Tür. Blockt es die Barrikade ab. Jetzt stehe ich sogar auf der Barrikade. Das ist natürlich auch interessant. Die Silencer-Fähigkeit. Moment, jetzt habe ich drüber geworfen. Auch sehr spannend. Die Silencer-Fähigkeit wird auch abgeblockt von dem Schutzschild. Erst wenn das Ding hier breit ist, können wir quasi unsere Fähigkeit hier durchwerfen. Jetzt ein extrem wichtiger Hinweis zur Barrikade. Die Barrikade braucht ca. 5 Sekunden, bis sie aufgestellt ist. Ich zeige euch mal was. 1, 2, 3, 4. Solange die Barrikade nicht 100% aufgestellt ist und die Cooldown-Zeit quasi vorbei ist, solange reicht verdammt nochmal nur ein Schuss. Deswegen muss man echt aufpassen, gerade im Nahkampf, wenn hier ein Gegner vor mir steht und ich denke ihm, oh, jetzt baust du schnell die Barrikade auf, wenn er da einmal drauf schießt, ist das Ding kaputt. Also, auch das ist ein weiterer Punkt, wo ich sage, overpowered, Rampart, auf keinen Fall. Auch die Ulti ist gar nicht so einfach zu stellen, dass man nicht so extrem vor den Sack kriegen kann. Und vor allem, zweiter Tipp, ganz, ganz wichtig, wenn vielleicht die Barrikade irgendwo einen Zugang blockiert, es reichen auch einfach zwei Schläge. Geht schneller und verschwendest nicht sinnlos Munition. Auf was ich noch gar nicht eingegangen bin, natürlich, das Schutzschild verstärkt ausgehende Schüsse. Ich verkneife es mir jetzt, euch jede einzelne Waffe vorzustellen, das würde einfach viel zu lange dauern. Grob können wir ungefähr 20% Verstärkung sagen. Ich mit der Volt SMG jetzt einfach mal symbolisch Körperschuss 16 auf, ups, das war zu tief, das waren schon die Beine oder die Eier. Ja, von 13 auf 15, Körpertreffer von 16 auf 19 und Headshot von 24 auf 29. Und natürlich ist ja auch klar, wenn die Barrikade hier zerstört ist, also dieses Energieschutzschild, dann werden die Schüsse auch nicht mehr verstärkt. Und was auch ganz interessant ist, und natürlich auch logisch für meine Begriffe, es werden natürlich auch keine Granaten verstärkt. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was passiert, wenn ich mehrere Barrikaden hintereinander aufstelle? Erhöht sich vielleicht der Schaden durch die Schutzschilde noch mehr? Ich rate von diesem Experiment gerade noch abzusehen, denn genau diese Sache lässt bei vielen Plattformen oder bei vielen Spielern das Spiel sich aufhängen und ihr fliegt aus der Runde. Bei mir passiert nichts. Es gibt einen Effekt, aber nicht den Effekt, den wir uns wünschen. Ist für mich, denke ich, auch logisch, weil es echt zu heftig wäre, wenn der Schaden dann gestapelt wird. Wir warten erstmal, bis sich das alles aufbaut. So, wenn wir jetzt hier einen Schuss abgeben, zerstören sich die ersten beiden Schutzschilder und eins bleibt stehen, damit der Schaden dann quasi weiter erhöht wird. Kommen wir zur ultimativen Fähigkeit, Sheila, ihr stationäres LMG. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich sage erstmal die Cooldown-Zeit. Wenn wir keinen goldenen Helm dabei haben, dauert es 2 Minuten, bis sie wieder voll ist. Und mit einem goldenen Helm 1 Minute 40. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, was es hier mit dieser 3 auf sich hat. Das mit der 5 unter der verstärkten Deckung waren einfach maximal 5 Schutzschilder. Und Sheila können wir maximal 5-mal aufstellen. Und hier gleich der Tipp nebenbei, stellt Sheila immer mit einer Barrikade. Wir können sie direkt an so ein Schutzschild stellen. Und ja, auch ihre Schüsse werden durch dieses Schild verstärkt. Wie viel genau, sage ich euch. Auch gleich Magazingröße. Standardmäßig 173. Ich habe es noch gar nicht bei einer anderen Legende getestet. Das können wir gleich mal machen. Okay, haben wir eine andere Legende, sind wir bei 150 Schuss.
Und bei Rampart sind wir, jetzt müssen wir natürlich wieder nachladen. Auch hier ist es so, Rampart lädt diese Waffe schneller nach, als es die Standardlegenden tun. Wir sind hier bei 173 Schuss. Und die Besonderheit mitunter ist auch, wir haben unendlich Schuss. Das finde ich sehr, sehr heftig. Und deswegen auch noch ein anderer Tipp. Achtet genau darauf, wo ihr das Teil hinstellt. Wenn ihr eure Deckung verlasst und weiterzieht, rotiert quasi, dann deaktiviert das Ding. Eure Gegner können euch das Ding sonst in den Rücken ballern. Wenn ihr es nicht deaktiviert, benutzen es quasi gegen euch, was sehr, sehr heftig wäre. So, Grundschaden. Wir gehen einfach mal auf die Beine. Wir sind im Moment pro Schuss bei 14. Okay, immer 14, Headshot 28. Moment. Ja, es sind tatsächlich 14, egal wo ich hinschieße, also auf den Head. Und wenn wir das durch die Deckung schießen, Körperschuss 17 statt 14 und Headshot 34. Okay, erhöht sich auch um einiges. Es macht natürlich umso mehr Spaß, wenn ich ja dauerhaft drauf schieße. Ganz wichtige Information noch dazu. Je länger wir schießen, desto geringer wird die Streuung der Schüsse. Achtet mal genau, ihr seht ja hier im Aim dieses kleine Viereck, und ich rate euch auch, visiert immer mit Schild an, mit Schutz, also mit diesem, mit genau dieser Funktion. Auf der PlayStation könnt ihr den linken Analogstick reindrücken, dann zoomt ihr so ein bisschen rein. Ich glaube, es ist so einfacher, den Gegner zu treffen. Und jetzt achtet mal in diesem Vier genau auf dieses Viereck, das wird immer kleiner. Am Anfang ist der Rückstoß etwas hoch und danach ist der aber absolut simpel zu kontrollieren. Und zieht euch mal rein, wir machen knapp 3000 Schaden auf dieses Teil hier. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie oft dieser Dummy Zeit hat, wieder aufzustehen, bis die Munitionsreserve alle ist. Das ist auch extrem heftig. So, das war Dummy Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Das ist schon eine echt kranke Sache. Du kannst schon echt lange auf die Gegner ballern, und vor allen Dingen hat das Teil kein Überhitzungsschutz. Wir können unendlich drauf ballern, bis die Munitionsreserve alle ist. Genau dieses Szenario lässt natürlich jetzt den Eindruck erwecken, dass Rampart overpowered ist. Aber sind wir mal ehrlich, so oft werden wir genau dieses Szenario, denke ich, nicht erleben. Du bräuchtest schon eine Menge ultimative Beschleuniger oder viel Geduld. Natürlich gibt es noch diese Aufladetürme, die es uns vielleicht ein bisschen einfacher machen, uns in der Nähe irgendwo zu verbarrikadieren. Keine Frage, wenn wir auf sowas stoßen, ist das zu heftig. Das ist definitiv Fakt. Und jetzt möchte ich euch mal noch schnell erzählen, wie viel Schaden wir auf Sheila machen müssen, bis das Ding deaktiviert ist. Ja, das hat ja super funktioniert, weil ich eben noch auf die Barrikade stehe. Wir brauchen, ich kann es euch genau sagen, 360 Schuss. Das mache ich jetzt hier gerade echt etwas bescheiden vor. Ach so, was ich noch gar nicht erzählt habe. Wenn wir das Ding aufstellen, haben wir eine gewisse Zeit. Wir deaktivieren es wieder und bekommen wenigstens 50% auf unsere Cooldown-Zeit wieder cool geschrieben. Wenn wir, wieder gut geschrieben. Wenn wir zu lang warten, ich mache es hier einfach mal vor, ich deaktiviere das Ding, dann bekommen wir keine Cooldown-Zeit dazu geschrieben. Das gilt es einfach mal noch nebenbei zu beachten, falls ihr vielleicht gerade am Anfang, wenn wir das Ding irgendwo aufstellen, vielleicht den richtigen Winkel nicht abpassen könnt. Apropos Winkel, wir haben natürlich auch nur einen beschränkten Winkel, indem wir uns hier bewegen können, was auch sehr, sehr gut ist. Es wäre echt frech, wenn ich mich jetzt hier, mal abgesehen davon, dass die Barrikade gerade im Weg ist, aber das kann ich ja auch mal vormachen. Der Winkel ändert sich nicht, nur weil die Barrikade im Weg ist. Das wäre dann auch overpowered, wenn ich einfach vor dieser Minigun stehe und mich um 360 Grad drehen könnte. Wie können wir Sheila kontern? Ganz einfach. Also, zum einen können wir ganz sicherlich wieder Arcstars dran basteln, bis das Ding kaputt ist. Wir brauchen 360 Waffenschaden, dann ist Sheila Geschichte. Wir können aber auch Sheila deaktivieren mit der Kryptodrohne, mit dem EMP. Allerdings wird Sheila nicht zerstört, sondern ist für circa 10 Sekunden deaktiviert. Kann ich euch jetzt hier gerade leider nicht vormachen, weil ich einfach kein Mate habe, und mit einer befreundeten Drohne funktioniert die gesamte Geschichte einfach nicht. Aber ihr seht auch, das LMG begrenzt durch ihren Winkel. Wenn ich hinter ihr stehe, kann ich ganz locker die Legende jetzt hier wegballern, die da mit Sheila rumballert, und kann ganz einfach auch dieses LMG kontern. Jetzt noch zu einigen allgemeinen Tipps für die Barrikade, für Sheila. Ganz klar, ihr solltet
Barrikaden am besten auch ein Stück weit immer nebeneinander aufstellen. Am besten vor allem, wenn ihr in Verbindung mit Sheila seid, macht das nicht irgendwo auf einer Ebene, sondern möglichst High Ground. Gerade am besten, wenn ihr die Third Party sein wollt. Zwei Mates oder zwei Teams hier unten befeiten sich, stellt die Barrikade auf und vor allen Dingen, wenn ihr im High Ground seid und hinter euch auch noch Leute kommen könnten. Ihr könnt euch hier noch zubasteln mit Barrikaden, theoretisch, wie gesagt, maximal 5 können wir aufstellen und wenn ihr vielleicht Teammates dabei habt, könnt ihr hier hinten so ein bisschen für Deckung sorgen. Ihr geht an das Geschütz, am besten wieder anvisieren, wie ich das schon gesagt habe, länger drauf schießen, dann ist der Rückschuss einfach zu kontrollieren und dann könnt ihr hier durch die Prärie schießen wie so ein paar Bekloppte. Was gibt es noch zu beachten im Allgemeinen? Wozu sollte man die Barrikade vielleicht noch nutzen? Ihr seid im Gunfight, sorry, dass ich das jetzt gameplay-technisch nur im Trainingsgelände mache. Ihr geht irgendwo in Deckung, hockt euch hin. Ihr könnt euch hier erstmal ganz entspannt heilen. Ihr könnt die Barrikaden auch nutzen. Wenn ihr jetzt hier Open Field habt, wie hier, und wollt hier hinter in Deckung geht und seht, die Leute gehen euch mächtig auf den Sack. Natürlich mit Glück müsst ihr aufpassen, dass während ihr die Deckung hier aufstellt, die Gegner nicht draufschießen. Könnt ihr so eine kleine Deckung aufbauen und könnt hier euch und euren Teammates so ein bisschen Schutz bieten. Das ist natürlich jetzt symbolisch nur gemeint. Das sieht jetzt hier nicht gerade perfekt aus, aber die Barrikaden kann man echt sinnvoll nutzen, auch wenn vielleicht eine Third Party ist und die Gegner bekommen euch nicht gleich mit. Auch wenn ihr allgemein so ein bisschen übers Open Field lauft und ihr bemerkt dann so langsam Gegner, stellt einfach mal eine Deckung und guckt schon mal ein bisschen, seid vielleicht vorbereitet, dass gerade ein Gegner vielleicht um die Ecke kommt und schon habt ihr ein bisschen Deckung, denn wie gesagt, 5 Sekunden, bis die Barrikade richtig aufgestellt ist, ein Schuss, ihr habt es ja selber gemerkt, ich deaktiviere das hier nochmal und stelle einfach nochmal auf, so jetzt habe ich ja noch ganz gemütlich Zeit, hier einmal dagegen zu schießen und pupp, ist dieses Ding Geschichte. Natürlich, wenn ihr Rampart nutzt, spielt am besten mit LMGs und also wie einer Devotion oder einer Spitfire. Wenn es nicht eure Waffen sind, ist natürlich Rampart eine gleichwertige, konkurrenzfähige Legende, keine Frage. Aber gerade die Devotion, die wird aktuell in Season 6 als overpowered bezeichnet. Kann ich verstehen, sie ist wirklich sehr, sehr frech und mit Rampart noch eine Nummer krasser, weil du einfach deutlich schneller nachlädst. Ach so, weil ich ja gerade übrigens das Zerstören der Barrikade gemeint habe oder erzählt habe. Wenn ihr in einem hektischen Gunfight seid, kommt nicht auf die blöde Idee, wirklich hier in der Hektik noch die Barrikade aufzustellen, wenn gerade Gegenfeuer ist. Wenn der Gegner gerade in Deckung gegangen ist zum Nachladen oder Heilen, dann ist das okay. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, ich stelle das Ding auf, schieße hier mal kurz dagegen. Es kann sein, dass ihr während des Aufstellens in der Hektik so verreist, dass ich das Ding selber deaktiviere, was natürlich absolut blöd wäre. Ich möchte nochmal betonen, wenn ihr Stellungswechsel macht und ihr geht jetzt, was weiß ich, 1-200 Meter weiter, deaktiviert Sheila. Die Gegner können euch mit unendlich Munition übertrieben in den Rücken ballern, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass vielleicht hinter euch noch Gegner sein können. Praktisch ist natürlich, wenn ihr mit der Zone lauft. Wenn ihr wisst, die Zone ist direkt hinter euch und ihr wisst, hinter euch kann keiner mehr sein, könnt ihr sie im Zweifel auch stehen lassen. Ist natürlich auch keine verkehrte Geschichte, spart man ein bisschen Zeit. Im Allgemeinen achtet darauf, dass ihr wirklich nicht zu Open Field Sheila stellt. Das ist egal, ob mit Barrikade oder ohne, wie gesagt, 360 Waffenschaden und dann ist das Ding Geschichte. Es ist so einfach, dieses Ding zu treffen. Ich baller einfach mal ein bisschen drauf. Ich möchte es jetzt nicht ganz kaputt machen, weil ich jetzt gleich noch was vormachen will. Teamshotten innerhalb von 1-2 Sekunden ist Sheila Geschichte. Auch die Barrikade. Übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, du kannst mit Sheila oder auch mit Barrikaden, weil wir gleich auf den Secret-Tipp von Dead One Mining Guy kommen, du kannst natürlich mit beiden Sachen Türen blockieren. Auch im Allgemeinen, ihr seid eben hier das leichteste Ziel. Ihr habt kein Movement, wenn ihr mit Sheila rumbastelt. Ihr könnt euch nicht von links nach rechts bewegen, deswegen passt genau auf, wo ihr das Ding hinstellt. Und jetzt zu diesem Geheimtipp, den ich euch zeigen will, gleich in bewegten Bildern. Ich mache euch das jetzt einfach mal in der Theorie vor, bevor ich euch das Videomaterial zeige. Stellt euch einfach mal vor, das ist eine Tür. Ich bin jetzt der Gegner, der runtergeschossen ist und sich schützen will. Ich bin jetzt hier hinter der Tür, blockiere die. Ich habe quasi, der Gegner hat jetzt quasi nur die Möglichkeit, entweder das Gebäude zu umlaufen oder die Tür einzutreten. Während ich mich vielleicht heile, wenn aber der Gegner Rampart ist, passt echt auf, was ihr macht. Wenn Rampart nämlich jetzt Sheila hier vor die Tür stellt, passiert einfach das,
Die Tür ist in 0, nichts kaputt und das waren 400 Schaden. Die Tür ist in 0, nichts weg. Einfach nur symbolisch. Zieht euch jetzt einfach das Video rein, gerade in Verbindung, wenn eine Lifeline dahinter ihren Teammate hochheben will. Es ist der absolute Wahnsinn. Das soll es von meinen Tipps und Tricks, von meinem allgemeinen Rampart Guide gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen Freude bereitet, hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Lasst mich wissen, wie ihr den Guide fandet. Das war es soweit von mir. Viel Spaß jetzt bei dem restlichen Clip. Lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao. That's insane.